Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier. So steht's da. Genau, was haben wir heute? Wir haben ein anderes Team der Woche als letzte Woche. Ob es ein neues Team der Woche ist, ich bezweifle es. Wir haben ein paar Winter National Geschmarre, wir haben ein paar Club Champions Karten noch. Und wir haben die Hood Rush Geschmarre. Was ist denn für Geschmarre heute, ey? Wir haben die Rivals und die Hood Champs Belohnungen erst hier auf der PlayStation und danach auf der Xbox. Das ist der Plan für heute, ist sehr verwirrend, aber so ist der Plan auf jeden Fall. Also kommen wir zum Team der Woche, nennt sich auch passenderweise Team of the Season Volume 2. Das heißt, es sind alles hier drin Team of the Season Spieler, die damit alle um mindestens eins gestiegen sind. Eine Mischung aus dem europäischen und dem nordamerikanischen Team of the Season. Guckt man sich die ganzen Karten alle an. Keine Überraschung dabei, niemand Neues, keiner sich mit reingemogelt, der nicht reinkört, aber so ist der Plan auf jeden Fall für heute. Fangen wir an mit dem Team der Woche vom 8. September 2021. Los geht's. Den Anfang macht hier von den Boston Bruins der 99er Brad Marchand. Rechter Flügelspieler, 1,75 groß, 82 Kilo, Zimmer Schwarm, Zimmer Lappenknipser. Ja, Synergien bringen gar nichts eigentlich. Mit Funke, Verteiler und Heart and Soul kann er eigentlich jede Position spielen. Zur Not auch im Tor, wenn es sein muss. Auch super Karte hier, klar. Ist ein 99er, was will ich da groß drüber sagen? Ebenfalls 99 von meiner Avalanche, der 99er Nathan McKinn. Ein Center, 1,83 groß, 91 Kilo, zweimal Funke, zweimal Deep. Also Deep und Heart and Soul ist da schon echt Pflicht, damit er auch wirklich Center spielen kann. Aber wenn jemand von Haus aus 99 Besteuerung und 99 Geschwindigkeit hat und den Rest auch alles bei 99, ist er damit ein linker Flügelspieler. Ich würde niemals als Center einsetzen. Fantastische Karte hier. Dann, für den freut es mich, für meine Xbox persönlich, muss ich sagen, weil den mache ich mir nachher noch. Von den Chicago Blackhawks, den 99er Patrick Kane, rechter Flügelspieler, 1,78 groß, 80 Kilo, Zimmer Balance, Zimmer Magier. Ja, Synergien braucht er gar keine, kann keine Face-Offs spielen. Mit Heart and Soul könnte er sogar das zur Not noch, aber auch super Karte, perfekte Karte von Patrick Kane hier. Dann nochmal von den Rangers, den 99er Artemi Panarin, linker Flügelspieler, 1,80 groß, 77 Kilo, Zimmer Heart and Soul, Zimmer Lappenknipser. Machen wir auch mal alles aus. Ja, auch er kann keine Face-Offs spielen, das war's dann aber. Und fighten, ja gut, fighten könnte er sogar. Alles bei 99. Auch wenn Bodycheck nur bei 98 ist, da schauen wir drüber weg. Ist mit dem Funken auch bei 99. Super Karte von Panarin. Schon mal mit. Nee, kann er nicht. Dann von den Carolina Hurricanes, der 99er Sebastian Aho. Ein Center, 1,83 groß, 80 Kilo, zweimal Barrage und zweimal Magier. 98 am Face-Off, der Rest ist auch alles bei 99, mehr oder weniger. Ja, was heißt eher mehr als weniger? Super Karte von Sebastian Aho. Von meiner Avalanche, der 99er Mikko Rantanen, rechter Flügelspieler, 1,93 groß, 97 Kilo, zweimal Verteiler, zweimal Shutdown. Auch ohne Synergien, alles bei 99, außer das Face-Off-Rating. Sogar fighten könnte er. Ich habe immer über den gelästert, weil er halt so langsam war für seine Größe. Oder eigentlich, ja, wegen der Größe so langsam war. Jetzt hier auch mit Funke und Verteilern, alles bei 99. Super Karte. Dann jetzt haben wir eine 98er Karte, das ist schon ein wenig ein Abstieg jetzt. Von den Pittsburgh Penguins der 98er Jake Günzel. Rechter Flügelspieler, 1,80 groß, 82 Kilo, Zimmer Passing Playmaker, Zimmer Shutdown. Machen wir mal alles aus. Schuss perfekt, Hände perfekt, defensiv perfekt. 97 Beschleunigung, 97 Geschwindigkeit mit Funke und Verteiler. Der Passing Playmaker bringt gar nichts mehr, also auch super Karte hier. Dann, der ist interessant, weil er halt ja einer von den billigeren, weniger beliebten Team of the Season Karten war. Der 95er Cedric Desrosiers von den Charlottetown Islanders. Sein Center 1,73 groß, 75 Kilo, Zimmer Shutdown, Zimmer Lampenknipser. Ja, mit Heart and Soul können wir noch als Center spielen lassen. Ich finde ihn dafür zu klein. Für mich war er immer ein rechter Flügelspieler. 98 Beschleunigung, 97 Geschwindigkeit und der Schuss geht mit den beiden Synergien dann auch so gut wie auch perfekt hoch. Hände perfekt, defensiv mit Funkern auch super Karte hier. Der ist auch so der unbeliebteste, glaube ich, überhaupt von den Bakersfield Condors, der 96er Cooper Marody. Marody, geil gesagt, oder? Er ist ein Center, 1,83 groß, 88 Kilo, zweimal Deep, zweimal Lappenknipser. Also, selbst mit Deep und Heart and Soul ist halt doch nur bei 95 am Face-Off. Ja, wäre nicht der optimale Center eigentlich. Und aber für den Flügel ist er auch zu langsam. Schuss zwar von der Kraft perfekt, Hände in hohen 90er Bereich, defensiven hohen 90er Bereich, aber ich würde ihn halt nicht als Center spielen lassen. Da zwingen Deep und Heart and Soul auf jeden Fall an, dann können wir ihn als Center spielen lassen, aber auch da gibt es bessere. Und ja, wie gesagt, von allen ist die Team of the Season gerade damit mindestens um 1 gestiegen. Dann nochmal von den Chicago Wolves, den 95er Philipp Tomasino, linker Flügelspieler, 1,83 groß, 85 Kilo, Sommer Wingman und Sommer Shutdown. Mit den Synergien dann geht der Schuss auch auf perfekt hoch, beziehungsweise mit Salve dann auch perfekt.
Ende im hohen 90er-Bereich, sollte man mit Teamsynergie dann auch noch auf 99 hochgehen. Defensiv leichter ab, ja, was heißt leicht? Das sind halt mit Funkern auch bei 98 Bodychecken. Face-Off mit Harden soll auch bei 98, können sie nur noch Center spielen, wenn es sein muss. Und wir sind halt bei 99 Beschleunigung, 95 Geschwindigkeit, auch super Kalle von Philipp Tomasino. Dann, der war schon eher beliebt, weil er einfach pfeilschnell war. Der von den Island Roosters, der 95er Joe Whitney. Rechter Flügelspieler, 1,68 groß, 77 Kilo, zweimal Gladiator, zweimal Shutdown. Schuss von der Kraft her perfekt, geht er mit den Synergien oder mit Shutdown an, auch noch von der Genauigkeit auf perfekt hoch. Defensiv, da hat es eben gemangelt, weil das Bodychecken eben von Haus aus nur bei 87 ist, aber genau die beiden richtigen Synergien dabei. Das heißt, mit Funke ist man da auch im hohen 90er-Bereich. 97 Beschleunigung, 96 Geschwindigkeit. Kann auch alles machen, außer Center spielen. Super Karte hier. Dann von den Blackwings aus Linz, der 95er Dragan Umicevic. Linker Flügelspieler, 1,85 groß, 94 Kilo, zweimal Workhorse, zweimal Gladiator. Schuss von der Kraft her schon fast perfekt. Hände auch genauso fast perfekt. Mit dem Gladiator und Funke auch das Bodychecken bei perfekt. Workhorse bringt die Beschleunigung mit dem Funken auf 98, aber dann nur 92 Geschwindigkeit. Das ist so der einzige Upturner eigentlich, aber auch hier gute Kalle von Umicevic. Das waren die Stürmer hier. Kommen wir zu den Verteidigern. Haben wir von den Arizona Coyotes einen 98er Jacob Chytron. Rechter Verteidiger, 1,88 groß, 95 Kilo. Zweimal Workhorse, zweimal Deep. Ja, Deep bringt ja eigentlich gar nichts, weil Stickchecken ist schon bei 99. Face-Off spielt da keiner, also auch eine tote Synergie hier im Endeffekt. Schuss bei 99, Hände bei 99, Defensiv bei 99, Beschleunigung bei 99, wenn er mit dem Funken an, und bei 96 Endgeschwindigkeit. Also auch, der war auch immer so schlecht eigentlich, aber jetzt hat hier ist er echt gut, kann man nichts sagen. Dann von den New York Rangers, der 99er Adam Fox, linker Verteidiger, 1,80 groß, 82 Kilo, zweimal Schwarm, zweimal Passing Playmaker. Braucht ihr überhaupt Synergien? Nein, braucht er nicht. Alles bei 99, Feinden gibt es keine Synergie und Faces muss er keine spielen. Also auch hier perfekte Karte. Klar, er ist nur 1,80, aber wenn er überall 99 hat, dann ist es auch wurscht. Also Synergien sind so nice to have hier. Super Karte von Adam Fox. Dann von den National Press, der 98er Roman Josi, rechter Verteidiger. 1,85 groß, 91 Kilo, zweimal Lampenknipser, zweimal Magier. Schuss von Haus aus perfekt, Hände perfekt, defensiv perfekt. Wäre mir was lieber gewesen, was auf Skating geht, weil er dann doch nur bei 96 Beschleunigung, 96 Geschwindigkeit ist. Die Synergien, die dabei sind, bringen gar nichts. Ja, auch super Karte. Fällt noch ein Tick, dass er wirklich perfekt ist, gerade am Skaten, aber trotzdem super Karte. Dann auch ein beliebte Karte, Team of the Season Karte gewesen von den Dallas Stars, der 98er John Klingberg. Linker Verteidiger, 1,91 groß, 86 Kilo, zweimal Lampenknipser, zweimal Gladiator, Schuss perfekt, Hände perfekt, defensiv, jetzt perfekt. Und halt auch dann 99 Beschleunigung und 98 Geschwindigkeit von den über 1,90 großen Spieler. Also super Karte von Klingberg, auch wenn sie nur bei 98 ist, super Karte. Dann, das war der Nachzügler, der kam erst später raus von den Iowa Wild, der 95er Kalen Addison. Linker Verteidiger, 1,78 groß, 82 Kilo, zweimal Shutdown, zweimal Gladiator. Schuss von der Kraft her perfekt, Hände auch perfekt. Defensiv fehlt es ein bisschen, da mit Shutdown, Gladiator und dem Funken auch bei Bodychecken bei 99. 97 Beschleunigung, 96 Geschwindigkeit. Für so einen Kleinen, der muss schnell sein und das ist der auf jeden Fall auch super Karte. Dann von den Washington Capitals der 98er John Carlson, linker Verteidiger, 1,91 groß, 97 Kilo, zweimal Workhorse, zweimal Passing Playmaker. Schuss perfekt, Hände perfekt, defensiv perfekt. Wir sind dann bei 99 Beschleunigung, 96 Geschwindigkeit, der Passing Playmaker macht hier gar nichts mehr. Super Karte von John Carlson. Das ist echt ein fettes Team der Woche, muss ich noch sagen. Wird schwer zum Spielen. Hier auf der PlayStation habe ich keine einzige Squad Battle gemacht in der Woche jetzt. Auf der Xbox bin ich auf Platz 82 gekommen. Da haben wir die Belohnungen morgen. Aber das Team ist schon echt pervers, muss ich schon sagen. Kann man sich denken, wer dann als nächstes kommt. Wahrscheinlich kommen dann die, wo jetzt in dem Team der Woche nicht dabei waren, dann nächste Woche. Also der Rest dann mehr oder weniger. Also geiles Team der Woche auf jeden Fall. Trainer natürlich, wer sonst? Der gibt nur einen, der dieses Team im Griff haben kann, das ist Brian Fittler. Goalie ist auch interessant, haben wir einmal den 95er Victor Fast von den Växjö Lakers. 1,83 groß, 82 Kilo, zweimal Barrage, zweimal Balanced. Ja, auch nicht ganz perfekt, aber trotzdem für eine 95er Karte. Ich fand die 91er von ihm immer noch die beste Goalie-Karte im ganzen Spiel, wo er dann auf 93 ging, war auf einmal kacke. Keine Ahnung, wie die 95er ist, müsste man austesten, aber trotzdem eigentlich eine gute Karte für eine 95er. Und von den Chicago Blackhawks sind 96er Kevin Lankinen. Ich glaube, der war bei 92 sogar noch, oder?
1,88 groß, 84 Kilo, Zommer Funke, Zommer Heart and Soul. 68 Aggression ist halt echt geil. Rest auch alles so gut wie perfekt. Einzige Stick High und Glove Low ein bisschen niedrig, aber auch jammern auf einem hohen Niveau. 68 Aggression ist halt echt übel, muss ich sagen. Der klebt dann auf der Linie, da geht ja dieser, theoretisch, dieser Trick, was da immer viele machen oder was der Computer auch gegen einen immer gerne macht. Das wird da hier schwer werden, aber muss man gucken, wie sie das im Spiel macht. Das ist das Team der Woche vom, ich habe schon wieder vergessen, was heute ist, vom 8. September 2021. Also egal, wen ihr davon zieht, das sind alles geile Karten. Also selbst wenn es nur ein Joe Whitney oder nur ein Tomasino ist und keiner von den 99er, sind auf jeden Fall alles super Karten hier dabei. Meine Gegner hier theoretisch, ich habe, wie gesagt, gar nicht mal einen Refresh gemacht, ich habe kein einziges Spiel gemacht. Von dem her, dann konzentriere ich mich lieber auf meine Xbox. Ah, da kommt Geld, sehr schön, hier mal her damit. 225.000, ich habe heute mir so ein Primetime-Doppelpack gekauft und da war der 97er Basal mit drin. Den habe ich jetzt anscheinend gerade für 200 verkauft, so wie es hier rein finanziell ausschaut. Aber das Geld geben wir nachher natürlich gleich wieder aus, wenn wir erstmal die ganzen anderen Karten noch sind. Bloß vier Stück, die wir uns anschauen müssen. Von dem einen gibt es noch ein Set dazu. Aber die vier möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Jetzt habe ich schon wieder geschafft, mit Gelaber hier rüber zu kommen. Also einmal auf Seite 3 haben wir hier den 92er Kiefer Bellows von Team USA. Er ist ein rechter Flügelspieler, 1,85 groß, 88 Kilo, zum Balance, zum Howitzer, zum Passing Playmaker. Aber mit Howitzer wird der Schuss von der Kraft her perfekt auf jeden Fall. Skaten mit Verteiler dann auf 94, also Geschwindigkeit auf 94. Passing Playmaker auch hier nice, das heißt dann mit der Seilwehr wird er auch hier vom Schuss her perfekt. Von Haus aus ist die King nur bei 90, damit geht er mit Balance aber auf 93 zumindest hoch. Defensiv damit sind wir genau im hohen 90er Bereich, das heißt wir sind am Schluss hier bei 92 Beschleunigung und 94 Geschwindigkeit. Also von der 92er Karte, da gibt es deutlich schlechtere, klar gibt es bessere, aber gibt auch deutlich schlechtere. Also ich finde ihn gar nicht mal so übel hier, den Kollegen. Dann haben wir noch zwei Stück auf Seite 1. Einmal von Team Kanada den 96er Adrian Acoin. Da gibt es auch ein Set dafür. Wenn ihr den 90er aus der Teambuilder habt und 5 Gold Collectibles, dann kriegt ihr hier diesen 96er. Er ist ein linker Verteidiger, 1,88 groß, 98 Kilo, Zommer Schwarm, Zommer Workhorse und Zommer Raser. Schuss von der Kraft her perfekt. Hände auch komisch verteilt. Die ging es nur bei 89. Dafür ist der Rest im hohen 90er Bereich. Okay, beziehungsweise jetzt im hohen 90er Bereich. Einziger Upturner ist hier wirklich nur das Skating, da aber auch die Synergie mit dabei. Das heißt, wir sind dann bei 91 Beschleunigung, bei 91 Geschwindigkeit, ja. Ist schon leichter Upturner. Selbst mit Team-Synergien von Haus ist halt nur 84, das ist halt schon echt wenig. Also da gibt es deutlich bessere Karten, wenn mir auch wieder ein Dougie Hamilton oder ein Klingberg viel lieber wie dieser Adrian Acoin. Und da haben wir noch eine 97er Karte von Team Russland, den 97er Evgeny Kuznetsov. Ein Center, 1,85 groß, 93 Kilo, Zimmer Verteiler, Zimmer Shutdown, Zimmer Gladiator. Über den habe ich mich schon so oft ausgelassen, weil er halt so ein schlechtes Face-Off-Rating hat. Und jetzt auch eine 97er Karte mit 78 am Face-Off. Also halt niemals ein Center. Also verstehe ich nicht, warum die so Kack-Rating hier immer haben. Damit ist ein rechter Flügelspieler, damit aber auch mit 99 Beschleunigung, 99 Geschwindigkeit. Schuss perfekt, Hände perfekt, defensiv da nur 89 Bodychecken, aber genau die richtigen Synergien dabei. Das heißt, mit Funke auch bei 99 Bodychecken. Super Karte hier von Evgeny Kuznetsov, aber niemals als Center. Also McKinnon schon nicht als Center, aber den hier niemals als Center. Also das ist schon eine Beleidigung für jeden Center eigentlich, dass der hier 78 Face-Off hat. Abschluss macht der 98er Philipp Forsberg aus Schweden. Linker Flügelspieler, 1,85 groß, 93 Kilo, Zimmer Hard and Soul, Zimmer Howitzer und Zimmer Shutdown. Also selbst der kommt zumindest auf 88 Face-Off-Rating damit. Und ist Schussblocken geht auf 98 hoch, bei Ausdauer und Balance haben wir eh schon bei 99. Schuss perfekt, Hände perfekt, defensiv perfekt. kann sich auch nicht prügeln. Ist dann bei 97 Beschleunigung und 99 Geschwindigkeit aus Superkarte von Philipp Forsberg. Und immer noch mehr ein Center wie der andere Kollege vorher, kurz nicht so vorher aus Russland, der hier als Center bezeichnet wird. Das waren die 9 Karten, die wir heute haben. Mehr habe ich zumindest gefunden. Auch keine neuen Sets, keine Spezialsets, keine Spieler für sonst was Sets. Meine Belohnung habe ich hier schon geöffnet im Hood Champs. Ich war Platz 301, der sehr undankbare Platz 301. Statt einem Ultimate Pack und einem hier diesen Ovechkin Pack gab es da dann nur ein Ultimate Pack und ein Elite Pack oder sowas. War aber in beiden Fällen nichts Gescheites dabei. Deswegen haben wir jetzt hier nur die Belohnungen für. Ich habe keine Ahnung, wo ich war.
Wir waren irgendwo, ja, ich glaube in Platin oder Diamant. Also irgendwo Platin oder Diamant. Wir nehmen hier die tauschbaren Belohnungen. Brauche hier weder Spieler noch sonst irgendwas. Deswegen die tauschbaren. Auf der Xbox schaut es anders aus. Da haben wir auch hier noch gar kein Rivals gespielt, fällt mir ein. So, damit haben wir hier schon wieder ewig viele Hood Champions Punkte. Ein paar Spiele, die zurückkamen. Wer Hood Champions Punkte möchte, gerne, kann er gerne hier haben. Also, ich weiß nicht, wenn ich da noch spielen soll. Aber wir haben zumindest hier ein Ultimate Pack und ein NHL Players Pack. Beides tauschbar und wir haben noch ein bisschen Geld auf der Kasse, dass wir noch was kaufen können. Los geht's. Ja, der war mal teuer, der Stone. Also, irgend so ein Team der Woche Spieler wäre nice, egal wer. Das ist eigentlich wirklich egal, die sind alle gut. Bringen mir zwar hier auch wenig, aber gibt zumindest ein bisschen Kohle. Ah, da haben wir nichts gehabt. Ultimate Pack, tauschbar. Die Zahnlücke. Auch jede Woche vertreten. Oh, heute brauchen wir einen Cor. Okay. Ich sag schon nichts mehr. Jordan Stahl habe ich gerade auch. Couturier war auch mal richtig teuer. Na, das sind alles so 59 Spieler bloß. Tavares. Oder Spieler, die gar nicht mehr in der NHL spielen, haben dann hier oder gar nicht mehr bei dem Team sind, wo die Karte rauskam, haben wir ja alles mit dabei. Braucht kein Mensch, aber wir haben noch ein bisschen Kohle. Schauen wir mal, was im Auktionshaus gerade gibt überhaupt. Wir haben hier, das ist noch alt, hier gibt es ein Jumbo Pure Gold Players Pack, 35 Items mit 25 garantierten Goldspielern. Das hört sich doch locker an. Steht aber nicht dort, wie oft man es kaufen kann. Aber pff, vielleicht haben wir ja irgendwas dabei. Außerdem fehlt noch ein Black Homo natürlich. Den anderen Kollegen, den ich jetzt nicht mehr nennen möchte, haben wir ja schon gehabt. Palat mogelt sich auch jede Woche hier rein. Trikot kann ich mich auch, da kann ich mal Wand damit tapezieren mit ganzen Silber-, Bronze- und Gold-Trikots mittlerweile. So oft kann ich das Set gar nicht zumachen, wenn ich noch Trikots habe. Ich muss sagen, für 70.000 ist das Pack bisher richtig schlecht. Zwei Trainer, okay. Eiswolke wäre natürlich nice, die kann man ja auch mal brauchen. 300 Münzen, okay, Highlights sind 300 Münzen. Also für 70.000 muss ich sagen, ist es echt schlecht. Aber wir haben ja noch. Ja, mal gucken, ob man das kaufen kann. Theoretisch kann ich es noch, mir noch zweimal leisten, zumindest. Peter FN Müller, Team of the Season Spieler habe ich in meiner Xbox. Oh! Troll. Was kriegt man für den noch? 10.000, wenn überhaupt? Jack Skilly auch nicht gespielt in Nürnberg dieses Jahr. 400 Münzen, unser Highlight bisher. Als der 87er war, 87er McDavid war jetzt wahrscheinlich schon das Highlight von diesem Pack hier. Also irgendein Team of the Week Spieler wäre schon wirklich nice, aber. Oder so ein Club Champions Kollege hier. Okay, also zwei oder eigentlich nur miese Packs heute hier. Gibt zumindest wieder Geld. Was sind eigentlich die Chancen hier, dass da irgendwas Scheiß dabei ist? 25%, dass es ein 86 Plus Spieler ist, okay. Und das war Connor McDavid. Wow. Der am ersten Tag. Oktober? Der am ersten Tag schon rauskam oder das Spiel rauskam. Weiß auch nicht, warum ich so viele Milwaukee Admirals Spieler gerade ziehe. Jubel braucht auch kein Mensch. Da hier 77er Fast. Mit der Team der Woche lieber gewesen. Jetzt haben wir noch 16.000 haben wir da noch. Das sollte noch irgendwas gehen. Zu kaufen. Die News habe ich gerade dreimal am Markt oder so. Wow, also drei richtig schlechte Packs.
Jetzt verkaufen wir mal schnell ein paar Spieler, damit wir zumindest noch irgendein Pack voll machen können. Müsste dann langen für das 17,5 oder was das dann kostet. Sagen wir 18.000. Der Rest in die Kollektion. Auch kein Mensch. So, gibt es hier noch was? 15.000? Ja, nehmen wir halt das. Hätten wir gar nichts verkaufen müssen. Also reine Oktoberpacks heute. Kein Sonderspieler, kein gar nichts. Na gut. Kurzer Break, dann schalten wir auf die Xbox rüber und schauen, ob wir da irgendwas gezogen haben. Ich bezweifle es ja. Bis gleich. Hier zurück auf der Xbox jetzt. Hier haben wir die Hood Champions Belohnungen. Die habe ich hier noch nicht abgeholt. Habe mir noch gar nicht angeschaut, wo ich genau gelandet bin. Platz 151. Sehr schön. Das heißt, es müssten zwei Ultimate Packs eigentlich sein. Ja, und 2000 Hood Champions Punkte. Sehr schön. Und dann nehmen wir auch gleich die Rivals Belohnungen mit. Da war ich, weiß gar nicht, wo ich da war. Hier nehmen wir auf jeden Fall die Untauschbaren. Da war ich im Diamantrang. Genau, nämlich die Untauschbaren Belohnungen. Da ich meinen All-Star Patrick Kane noch auf den Team of the Season Patrick Kane upgraden möchte. Deswegen freue ich mich eben, dass der hier auf 99 jetzt auch hoch ist. Auch wenn ich den Spieler nicht leiden kann, aber das ist ja Nebensache, wenn man leiden kann oder nicht. Ui, da haben wir einiges. Okay, was fangen wir an? Wir fangen mit den untauschbaren Jumbo Premium Packs an. 20 Items, mindestens 9 Spieler und 4 Gold. Na gut, ich glaube, da ist immer noch Mist drin. Collectible wäre hier auf jeden Fall nice. Hier gibt es doch noch Spieler, die es in mein Team schaffen könnten. Aber schaut so nicht so aus. Weil ich nehme jeden untauschbaren Goldspieler somit. Für Collectibles dann. Ja, die skippe ich jetzt noch schnell vor, weil ich glaube echt noch nie, dass ich da irgendwas Gescheites drin habe. Ich glaube, es war aus dem Hood Rush das eine Pack hier noch. Ah, gut, also auch nichts. Mal glaube die anderen beiden von der gleichen Serie noch auf. Hier müssen wir mit dem Geld sparsam sein. Das ist anders wie auf der PlayStation. Da können wir nicht einfach so wild Packs kaufen, wie wir wollen. Gucken wir mal. Oh, ein Goldspieler, wow. 500 Münzen, Highlight bisher. Münzen, okay. Neues Highlight, 750 und 500 Münzen. Kann man, wie gesagt, hier auf der Xbox auf jeden Fall noch brauchen. Eins haben wir noch. Tja, auch da gibt es überall Karten davon, die alle besser sind als diese Basisdinger da. Grie haben wir gerade schon gehabt. Also noch keine Spezialkarte irgendwie. Alles nur Basismist. Jetzt haben wir 4 Ultimate Packs. Davon sind 2 tauschbar, 2 sind untauschbar. Machen wir erstmal die untauschbaren auf. Vielleicht schafft es ja zumindest irgendjemand ansatzweise in den Kader. Puh, alles Basiskarten, echt. Und alles Islanders gefühlt. Zwar alles gute Basiskarten, aber der, machen wir kurz ein bisschen leiser, das ist hier passt ein bisschen zu laut. Der ist mir ja nichts verkaufen können. Ist eigentlich egal, ob der 81, 77 oder 85 ist. Nochmal.
Grand Viewer. Oh. Jetzt habe ich, glaube ich, alle hier 86er lila Wolken durch heute. Bisher echt nur ausnahmslos Mist. Heinen haben wir gerade schon gehabt. Anaheim haben wir heute auch fast alle komplett, glaube ich. Auch richtiges Mistpack. Und sind noch zwei tauschbare Ultimate Packs. Leute, da irgendwas drin, was man vielleicht zu Geld machen könnte sogar. Schmalz auch so. Der neue Dauergast hier, echt fauler, genauso. Den haben wir alle schon gehabt gerade. Ohne Worte. Oh, das ist gut. Das ist hier für Xbox-Verhältnisse ist auf jeden Fall gut. Abgesehen davon, was einer meiner Lieblingsspieler ist. Den bringe ich auf jeden Fall unter. Oh ja. Sehr schön. Sammy G. Der Tornade. Ah, das freut mich. Jetzt wäre fast ein Kopfstand wert, wenn mein Bein nicht verletzt wäre. Aber zumindest hat es sich gelohnt für irgendwas. Also was Hutschems Belohnung war das jetzt genau. Oh. Ja gut. Das wäre so die große, genau das Gegenteil eigentlich vom Chira. Der ist nämlich 1,96 groß und 106 Kilo, okay. Ja, der wird es nicht ins Team schaffen. Dubnik wird es leider auch nicht ins Team schaffen. Schade für ihn. Und auch der falsche Forsberg. Es gibt einen 98er Grad. Saatvater schafft es auch nicht ins Team. EJ haben wir gerade auch schon gehabt. Larkin haben wir gerade schon gehabt. Archie haben wir gerade schon gehabt. Na gut, aber bleibt zumindest ein 98er Sammy G. Den bringen wir auf jeden Fall unter. Den können wir auch gleich mal. Ich weiß schon, für wen ich ihn unterbringen. Ja, gucken, schauen wir uns mal mit meinem Team hier an. Jetzt haben wir, wie gesagt, der Kane kommt jetzt dann noch hoch zum Team of the Season. Und den Sammy G bringe ich hier rein für den Harley. Das war dann die falsche Seite, aber oder ich verkaufe den Calfo. Das können wir natürlich auch machen. Mal schauen, ob der ein rechter oder ein linker Verteidiger ist. Er ist ein linker Verteidiger, also dann passt noch besser. Dann kann nämlich der Harley hier raus. Ich habe eh einmal die Balance zu viel. Das heißt, wir tun hier den Sammy G rein. Das sollte das Niveau vom Team dann doch ein bisschen anheben. Ja, der ist überall bei 99 jetzt mit allem. Außer Face-Off und Prügeln. Aber auf jeden Fall ein guter Gewinn hier. Das ist so, hat sich zumindest gelohnt. Weil dann zwar auch in die erste Reihe mit Makaro rutschen ist fast zu gefährlich. Zwei so kleine dann. Den stellen wir lieber am Foot. Ja, sehr schön. Da hat sich zumindest irgendwie gelohnt, dass wir gespielt haben. Auf der PlayStation nicht, hier schon eher. Das war's auch von mir für heute. Morgen, was gibt's morgen? Morgen gibt's die Squad Battle Belohnung. Wie gesagt, hier auf Platz, oder auf der Xbox auf Platz 82. Mal schauen, ob wir da irgendwas ziehen. So gleichwertig wie ein Samuel Girard. Und ja. Was auch immer morgen rauskommt, schalte wieder ein, kurz nach 11 hier live auf meinem Kanal. Schaut bei Instagram vorbei, bei YouTube vorbei, @NightReZWGaming. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Immer dran denken, sauber bleiben, bis morgen. Ciao.